Hallo Freunde, heute machen wir auch ein Bundesländer-Quiz. Nachdem ich zuerst die USA gemacht habe, mache ich jetzt noch Bundesländer und Let's Go. Da kenne ich mich wirklich sehr gut aus, weil es sind ja nur 16 Bundesländer. Und ihr werdet gleich sehen, wie gut ich mich auskenne. Bayern, Sachsen. Oh, Sachsen-Anhalt. Das müsste Rheinland-Pfalz sein. Thüringen, direkt bei Hessen. Nein, Mecklenburg-Vorpommern, da oben. Niedersachsen, relativ groß. Dann haben wir hier Nordrhein-Westfalen. Oh, Hamburg. Bremen ist nämlich da. Baden-Württemberg. Brandenburg. Im Kreis Berlin quasi. Bremen. Hansestadt Bremen. Genau. Schleswig-Holstein ist ganz da oben. Dann haben wir hier Hessen, Berlin und das Saarland. Wir haben schon alles durch. Ja, so leicht geht es. Wir probieren es jetzt mal mit den Hauptstädten. Vier Hauptstädte bei. Oh. Muss das echt so sein? Na gut, probieren wir es. Bayern. Mit dieser Flagge. München. Sachsen. Dresden. Dresdens Flagge hat übrigens, also die Hauptstadt Dresden, die Flagge von Dresden hat schwarz-gelb. Deswegen spielt Dynamo Dresden in schwarz-gelb. Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ja eine Zusammenmischung der Fahne Mecklenburg-Schwerin, die im Blau. Blau-Rot? Keine Ahnung. Wie war in Mecklenburg-Schwerin? Und Pommern war weiß-blau auf jeden Fall. Da müsste Mecklenburg-Schwerin rot-weiß gewesen sein. Es gibt auf jeden Fall noch die Fahne rot-gelb-blau. Das ist die Farbe des Nordfriesland, der nordfriesischen Kultur. Jedenfalls, das ist ganz klar Schwerin. Deutschland, ja, die Hauptstadt ist Berlin. Niedersachsen ist es Hannover. Rheinland-Pfalz ist es Mainz, Thüringen ist es Erfurt, Brandenburg, boah, Potsdam, ne? Potsdam, ja. Schleswig-Holstein, blau-weiß-rot die Fahne, umgedreht die niederländische Fahne quasi. Kiel, ja, das ist zum Beispiel das Nordfriesland, glaube ich, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Saarland, Saarbrücken, Baden-Württemberg, Stuttgart, Hessen ist Wiesbaden, die Hauptstadt. Nordrhein-Westfalen ist es Düsseldorf, ne? Ich dachte immer Köln. Ich verwechsel das immer. So Magdeburg bei Sachsen-Anhalt. Wir sind schon wieder durch, also yo. Machen wir weiter mit. Warte mal. Hier geht's noch. Ach, hier geht's noch weiteres. Warte mal. Quiz. Ja, gut, darauf habe ich jetzt keine Lust. Ja, gut, das könnte schwer sein. Bundesländer in einer Minute. Wir müssen alle durchbekommen. Ich habe schon Zeit verloren. Rheinland-Pfalz, Bayern. Hessen, Berlin, Nordrhein-Westfalen. Boah, ey, Thüringen. Junge, ich muss relativ schnell sein. Saarland. Ach, Junge, wir kriegen das niemals so schnell hin. Mecklenburg-Vorpommern. Oh, Bremen. Brandenburg. Niedersachsen. Da leben heutzutage noch sehr viele Preußen. Das weiß ich. Also das ist ja ein großes Preußen. Ja, egal. Nein! Ach, ich bin so blöd. Das ist doch nicht Brandenburg. Herr Schleswig-Holstein, ey, wir schaffen es nicht. Bayern. Oh, Bayern, haben wir es nicht schon geschafft? Ja, über 20. Also eigentlich müsste es einen Stern geben. Niedersachsen. Ach, Mann! Ich glaube, Niedersachsen ist echt das Bundesland, das noch am meisten die Kultur der Preußen lebt. Aber ich bin mir da echt nicht sicher. Preußen liegt ja ganz woanders. Das liegt ja ganz im Osten. Ja, wir haben es nicht. Wir haben keinen Stern erhalten, wie vielleicht man den gebraucht. Egal. Wir machen weiter mit Staatswappen. Oder Hauptstädte nochmal. Wir machen weiter mit Staatswappen. Vier Bundesländer. Das ist Sachsen-Anhalt. Berlin. Nordrhein-Westfalen, das ist Brandenburg, das ist Niedersachsen, das ist Bayern, Saarland, Hamburg. Boah, da wäre ich jetzt echt aufgeschmissen gewesen, wenn da das nicht. Ah ja, die drei Löwen, Baden-Württemberg, Deutschland, Sachsen, Thüringen, nicht zu verwechseln mit Hessen, das kommt gleich noch, Rheinland-Pfalz, das ist Hessen, genau. Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern. Oder war Mecklenburg-Schwerin doch rot-gelb? Ich glaube, gelb-weiß, gelb-blau ist die
Schlesien, ne? Boah, was waren denn jetzt nochmal? Gelb-Weiß war Pommern. Nee, Gelb-Blau-Weiß war Pommern. Boah, ich weiß gerade echt nicht. Mecklenburg-Schwerin, was hatten die für Farben? Rot-Gelb? Müsste ja nicht so sein. So, egal. Wir kommen zu Bremer Schlüssel. Und schon geschafft. Sehr geil. Machen wir weiter mit Flaggen. Berlin. Nicht zu verwechseln mit Sachsen-Anhalt, die sind gelb-schwarz und nicht schwarz-gelb. So, das ist Brandenburg, Niedersachsen, Bremen, Deutschland, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, Schleswig-Holstein, Saarland, Sachsen-Anhalt. Oh, Hessen. Genau, das darf man auch nicht verwechseln. Das ist Thüringen. Hessen, Thüringen haben ganz ähnliche Flaggen. Deswegen sehe ich die eigentlich immer oft als ein Bundesland. Ist aber natürlich ein ganz, ganz anderes Bundesland. Ich meine, Thüringen war im Osten, in DDR-Bundesland und Hessen halt nicht, ne? Berlin. Nee, Berlin. Wie komme ich auf Berlin, ey? Das ist Rheinland-Pfalz, Sachsen, Hamburg und ich glaube, wir sind schon wieder durch. Ja, es gibt so wenig Bundesländer in Deutschland. Wir sind einmal ganz durch. Wir haben eigentlich schon alles gemacht. Machen wir jetzt nochmal mit. Nee. 6 Stück. Thüringen ist das. Ah, ja, jetzt habe ich es verwechselt. Mist. Dann das Saarland, Berlin, Brandenburg, Hessen, Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bremen, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Deutschland. Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt kann man auch sehr gut verwechseln. Rheinland-Pfalz, Hamburg, Bayern, Sachsen-Anhalt, Berlin und Schleswig-Holstein. Wir sind schon wieder durch. Alter Junge, wir machen das richtig gut. Okay, probieren wir nochmal 4 Hauptstädte. Oh. Oh. Das ist dann noch ein bisschen herausfordernd. Wiesbaden, Hamburg, Bremen, Stuttgart. Boah, ey, was liegt denn da? Schwerin. Ich denke immer an Rostock, wenn ich an Mecklenburg-Vorpommern denke. Junge. Saarbrücken. Berlin. Potsdam. Kiel. Gute Frage. Düsseldorf, glaube ich. Und das müsste München. Ist München so weit unten? Ernsthaft? Warum ist Bayern eigentlich so groß? Egal. Mainz? Ja, liegt direkt bei Hessen, ne? Ja, boah, Thüringen ist das, also Erfurt. So, Magdeburg. Hannover. Hier wieder Werbung, geil. Ja, wir kriegen das gut hin, wir machen das gut. So, und das ist dann nochmal Dresden. Und wir sind schon wieder durch. Junge, okay, wir hören, glaube ich, langsam auf. Es wird langsam langweilig. Machen wir das von mir aus hier nochmal. Deutschland, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen ist das hier. Grün-Weiß-Rot nämlich. Sachsen ist das. Sachsen-Anhalt das. Hamburg ist das. Hessen das. Und Bremen das. Und jetzt kommen die letzten. Nochmal Schleswig-Holstein, Bayern, Saarland, Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und Berlin. Gut, ich glaube, wir können aufhören. Ja. Es ist wirklich relativ easy, muss man sagen. Jo, dann bis zum nächsten Video, Freunde, und ciao.